Ja, wir sind heute aus drei Gründen hier auf dem Münchner Odeonsplatz und protestieren gegen die Stadtwerke München und ihre Politik, auf fossile Energien zu setzen. Zum einen war gestern der dritte Jahrestag von Raus aus der Steinkohle. Da haben die Münchner Bürgerinnen und Bürger abgestimmt für den Kohleausstieg, dafür, dass das Kohlekraftwerk in Unterföhring abgestellt wird, schnellstmöglichst. Das wird verzögert. Der zweite Grund ist, dass die Stadtwerke ein neues Gaskraftwerk bauen, das dann allerdings auch 30, 40 Jahre laufen muss, um sich überhaupt zu rentieren, obwohl das gar nicht notwendig ist. Und der dritte Grund, und das ist eigentlich etwas, was wirklich beschämend ist für uns Bürgerinnen und Bürger, ist, dass die Stadtwerke am Polarkreis in der Nordsee nach Öl bohren. Und deswegen haben wir hier symbolisch einen Ölbohrturm aufgestellt mit dem Stadtwerke-Logo. Sie brüsten sich sehr gerne mit 100% Erneuerbaren, aber wie passt das damit zusammen, dass man in der Nähe von Naturschutzgebieten, in der Nähe der Bäreninsel am Polarkreis nach Öl bohrt? Deswegen sind wir hier, machen darauf aufmerksam und protestieren, denn wir wollen mehr Klimaschutz und wir wollen vor allem raus aus den fossilen Energien.